Heute 30 Minuten Zeit, zwei Kandidatinnen und ein Ziel. Und zwar so viel Geld wie nur möglich durch gezeichnete Bilder zu verdienen. Es tummeln sich hunderte von Menschen mit Talenten auf den Straßen der Hauptstadt Frankreichs und verdienen so ihr Lebensunterhalt. Und dann gibt es noch Kim und Julia. Das letzte Mal im Kunstabi was gezeichnet, aber wollen trotzdem so viel Geld wie nur irgendwie möglich verdienen. Wer wird am Ende mehr Geld durch seine Bilder eingenommen haben? Peace Leute, was geht ab und herzlich bienvenue à Paris mon video avec Julia. Hallo. Wir befinden uns gerade hier in Paris. Falls ihr das andere Video noch nicht gesehen haben, wie wir hier hingekommen sind, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Aber heute sind wir auf den Straßen unterwegs und wir haben hier etwas dabei. Puh, wir sind völlig ausgestattet. Zwar werden wir heute gegeneinander in einer Challenge antreten. Übrigens, Leute, ich bin Kim Caramella. Falls ihr diesen Channel noch nicht abonniert habt, dann habt ihr was verpasst in eurem Leben. Ist kostenlos. Ich würde sagen, ne, wir sind beide richtig in Teams. Zeig dich auch mal her, Julia. Hola. Ach nee, bonjour. Salut. Wir sind perfekt ausgestattet. Du bist Team Rot. Ich bin Team Schwarz. Ja, Mann. Wir sind unterwegs, wir haben hier einen Zeichenblock und hier einen fetten Koffer mit Malutensilien drin. Und wer am Ende mehr Geld zusammen sich erarbeitet hat, der gewinnt. Boah, das wird so Sünde. Ich habe so keinen Bock. Aber, ganz ehrlich, ich habe in meiner Abi-Prüfung musste ich eine Karikatur zeichnen. Du kannst das doch bestimmt, Alter. Ich bin so schlecht, ey. Das wird so Sünde. Die Leute denken sich, was hat sie da gemalt? Die Geld geben, weil die denken, oh, die arme, Alter, ne? Soll sie sich mal einen Malkurs nehmen? Ehrlich? Glaubst bestimmt du? Bestimmt sowas in der Art. Safe nicht. Du laberst jetzt safe nur und kannst es eigentlich richtig gut. Oh mein Gott, okay, los geht's. Wir befinden uns auch hier direkt am Eiffelturm. Denn wir werden hier bei den Touristen das Ganze machen. Ich glaube nicht, dass sich hier Einheimische wirklich uns sich malen lassen wollen. Deswegen ist das schon mal die Masche. Bist du ready? I am ready. Bist du ready? Ich bin absolut ready. Okay. I was born ready. Ich pack den Timer jetzt auf eine Stunde und es geht los. Okay, perfekt. Ich habe hier gerade schon 2 Cent gefunden. Nee, das zählt nicht. Wie wir es am Ende vielleicht machen. Alter, ich fühle mich so pariserisch. Ich kann es nicht machen. Meine Masche ist so ein bisschen auf Französisch zu tun, dass ich male sie und ich mache eine schöne Kunstwerk von. Oh, das ist unfair, weil du halt auch Französisch kannst. Ich kann nicht Französisch. Ich spreche ab und ich werde das Ganze einfach ein bisschen günstiger machen. Weil das ist meine Taktik, weil ich arbeite jetzt einfach viel. Ich hustle hart. Wow, you guys are so beautiful. Hello, you're so beautiful. Hi, should I draw a picture of you? I'm amazing. It costs only 2 Euro. Ich spreche auch Deutsch natürlich, ne? Also, ne, ich kann das malen für euch. 2 Euro und dann seid ihr dabei, ihr Pfadfinder. Also. Sehr gerne. Ja? Okay. So, dann alle mal lächeln einmal bitte. Wow, okay, das sieht super aus. Erstmal sie ist wirklich sehr begabt, künstlerisch auch. Was denkst du dir so bei dem Bild gerade? Ich mache Kunst gerade. Warum gucken mich so viele Leute an? Oh Gott, ja, komisch, ich weiß auch nicht warum. Dauert aber ganz schön lange, ne? Es wird immer besser. Ich bin nur nicht so gut in Körperzeichnen, ne? Aber sonst. Das ist so toll. Und dann würde ich jetzt hier noch mal ein bisschen Farbe mit reinbringen. Seid ihr bereit? Wir zeigen dieses wundervolle Bild. Ich kann natürlich auch 1, 2, 3, 4, 10 davon machen, das wären dann 20 Euro. Ah, warte, ich muss meine Künstlerunterschrift da noch drauf machen. Also, ja. Das ist ja ganz okay. Du machst das ja jeden Tag und das ist ja dein Hauptberuf, deswegen. Das ist für euch, das könnt ihr euch irgendwie in eure Pfadfänger, Dankeschön! Einfach 2 Euro ja. Verdient. Also hier sind halt wirklich so richtige Künstler, ne? Hi. Ihr seht so sympathisch aus. Echt? Nö. Ja, und das würde ich gerne für immer verewigen auf meinem Blog. Nur 2 Euro. Und ihr helft mir bei einer Challenge zu gewinnen. Und das ist eine schöne Erinnerung, ne? Auch. Ja, kannst du. Das wird super, Leute. Glaubt mir, ich kann euch auch Rüte oder so malen. Ich bin da ganz offen. Das wird wirklich gut. Das ist für unsere Kunstakademie. Also, Kunstakademie. Wow, schöne, tolle Haare habt ihr. Seiten fast auf null, ich beachte das. Scheiße, Vollbart dauert natürlich ein bisschen länger. Ich muss wirklich sagen, das ist, ich mache hier auch noch mal so ein bisschen Love hin und ich mache die auch noch mal in ein großes Herz. Ey, du hast so viele Zuschauer auf einmal, ne? Ja. Also. Das ist Kunst. Ich bin ganz aufgeregt. Leute, es ist echt nicht cool. Ich hab's. Können wir bitte kurz einen vergleichen? Also, wenn man das sieht, ne, so Fahndungsbildmäßig, ne, dann erkennt man das schon, dass die Leinen gesucht werden, ne? Also, da seid ihr! Man erkennt's, oder? Es ist süß, oder? Also schon. Also das ist für euch. Könnt ihr euch einrahmen, natürlich. Wenn nicht, dann... Dankeschön! Ich hab auch schon Fanclub. Also ich muss sagen, ne? Ich glaube, ich werde jetzt den Preis erhöhen, ne? Diese Kunst, das ist einfach ein bisschen mehr wert. Okay, Kim, du hast noch 15 Minuten. 15 Minuten sind schon um. Okay. Hallo! Do you want me to draw a picture of you? No, okay. It's only 2 Euro. Ganz ehrlich, kann ich dich malen? Wie viel gibt's? Nee, Chris nix. Do you want me to draw a picture of you? Yeah, you both. It's very cheap because it's my first, you know, job today. This is your first job? This is my first time I do it, yes. Wow. And I'm in like, yes, school, gotcha. Only like 3 Euro. The only problem, we don't have cash. You don't have, I pay PayPal? Joke. Okay, that's fine. Do you want to draw me a picture of you for free? I make it wonderful, I make you wonderful. Wow, I start with this, start with this. It's not a prank, I'm just a very nice human. Wonderful eyeliner. So good. Flochene Zöpfe? Das ist der Eiffelturm, nur dass ihr es wisst, ne? Here is a picture. You like it? Yes.
I made you more cotton candy. So you have more cotton candy. Yes, have fun with it. I hope it's gonna be in your room. Have a nice day. Hey, du hast gerade so viel Zeit verschwendet damit, aber die war süß, das war okay. Ich kann doch nicht total Geld von Kindern nehmen. Ich dachte mir, wenn ich jetzt Karma-Punkte sammle und for free mache, dann... Hello! Hi, how are you? I'm an artist and I draw pictures of people, very, very nice pictures. And how are you? Pounds. Pounds? I take pounds as well. I'm totally alright. Das ist gemein, okay? Das ist viel mehr wert als... Yes, pounds, great. Alright, it's my first day, okay? You're very beautiful. Was hair. Was ist das? That's his hair. He's so talented, oh my god. That looks great. Digga, warum malst du so gut, Digga? Das ist nicht witzig. I'm just a bit aufgeregt. What does that mean? Excited. And you cannot hide it. It's my first job, you know? How much for my friends? Oh, 5? Was? You just have to wait a little bit. Ey, Digga, das ist nur, weil du gut aussiehst. Ist mir doch egal. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du kriegst gerade wirklich eine Anfrage. Ey, das ist okay. So unfair. It's very pretty. I can draw you in this time. It's No, I will draw you. Now you also have a great picture. Es sieht halt wirklich eigentlich ganz schön aus auch irgendwie. Alright. You ready to see? Oh mein Gott, diese Reaktion. Ich will sehen. Remember, you only pay how much you think it's worth, right? Ta-da! Right? Yeah. Ja, super nice. Super geil. Ha, ey, ich bin so gespannt, wie viel Geld du jetzt bekommst, ne, Julia? Das ist. Nee, ich find's wirklich ein bisschen. Ey, ich schwöre, ne, wenn du jetzt. Dann breche ich das sofort ab, das Video, ne? Nee, das ist gerade gar nicht lustig. Ich find's gerade richtig schlimm. Das machen die jetzt nicht ernsthaft, ne? Julia, das ist nicht. Das ist. Du kriegst halt Pounds, ne? Guck mal, die sprechen sich richtig ab, Alter. 20 Pounds? That's so much Euro! So much, thank you very much. Thank you, I hope you have a great ride home. Was willst du denn? Wir geben die zurück, die Glücke. Thank you very much. Bye. All right, guys, you ready? No. 20 cents is good. Wir werden ihre Preise dumpen. Also, 6 Minuten sind schon um. Sie diskutiert hier hart. 2 Euros. No, I go for 50 Cent haben oder nicht haben. Also, du bist ganz schön. Und dann, was? Alter. Also, das finde ich jetzt gemein, dass du für 50 Cent nicht deine Dings anbietest. Ich kann nicht aufhören. Ah, ey, das war so eine gute Idee mit dem, einfach so viel, wie es wert ist. I can make a picture of you. Draw 2 Euro only. It's an amazing picture. How long does it take? 3 minutes. Go for it. I go for it. 2 Euro. Yeah. Yes, it's gonna be amazing. Very thin. Thin. Make me look thin. I make you very nice lashes. Yes, very nice. I make you very nice everything. Yes, nice smile. Yeah, super nice. Nice hair, a lot of hair, so it takes a bit longer. Yes, I learned it in high school. When I was high. yeah. I put your nose where your eyes have to be, sorry. Oh, okay. Da wird schon Enttäuschung in den Gesichtern zu sehen sein gleich. Bitte. Mit Herzen holt man noch mal ein bisschen was raus. Very nice booty. Are you ready? Yeah. For the sketch? Okay. Yeah. I made you very nice body, very nice smile, very... I put the nose there, I'm sorry. Are you still high? I think the... Yeah. Are you still high? Yeah. This is your family picture. We love it. Yes. We love it. It's like, amazing. Put it in the office. Yeah, put it in the office. Yeah. I mean, it's my first day. It's my last attack. Denkst du, gib mir mehr? Ein bisschen Trinkgeld? Bisschen Trinkgeld? Das wäre krass. Believe me, you can't find... I don't have change. Just keep it. I keep it? Yeah. Oh my god, thank you! I'm gonna buy some more drugs. Oha, Kim, Alter, das ist doch jetzt nicht normal. Wie zur Hölle hast du das geschafft jetzt? Sympathie. Das ist echt krass, ne? Witze und Sympathie. Das ist wirklich so. Ich bin kein Künstler, ich bin auch Comedian. Alter, ich schwöre, ich küsse dich. 4 Minuten. 4 Minuten. Do you speak German? Yeah. Oh mein Gott, cool. Hi, wir machen eine Challenge für YouTube und ich muss ganz viele Leute malen. Oh mein Gott, echt? Ja. Das ist super. Also vielleicht. Ich male ein Bild und ihr müsst mir so viel Geld geben, was ihr denkt, ist es wert. Es ist auch okay, wenn es nur 50 Cent sind oder so. Habt ihr mal Geld? Okay, ich habe 2 Euro. Das passt, ich male euch. Wow, wow. Sie hat einfach Rasen als Augenbrauen. Hä, gar nicht, das sieht voll schön aus. Einfach mit Zickzackschere geschnitten, die Augenbrauen. Oha, voll cool. Erstmal jetzt, wie toll ihr aussieht. Wow. Das hat sich so jedem bisher gesagt. Das stimmt nicht. Also ja gut, ne, wenn man so viel Geld direkt einnimmt, dann kann man eigentlich auch Zeit lassen. Ne? Seid ihr zu zweit im Best Friends Urlaub? Nee, wir wohnen hier. Wir haben uns gerade kennengelernt. Oh mein Gott, ihr habt eine eigene Wohnung oder so Studenten? Wir oha, cool. Dann könnt ihr das jetzt in eure WG hängen. Das sieht ja toll aus. Das ist bestimmt ernst gemeint, oder? Doch, es ist echt süß. Auch süß. Ja. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Ja. Hi. Ich will vielleicht ein Bild mit Hannah machen. Du bist auf mir Beauty. Ja, bin ich. Und kann ich euch dann auch direkt malen? Ja, gerne. Ja? Cool. Okay. Ihr müsst nur so viel bezahlen, wie ihr denkt, es ist wert. Ich mach's auch for free. Ich habe nämlich hier genug Geld. Also, in der Challenge verdient. Ach, nicht so. Das war jetzt immer weird. Ja, aber ich komme gleich kurz. Okay, ich merke mir dein Gesicht.
Fang doch schon mal an zu zeichnen. Du merkst doch eh nicht die Person, die du da siehst. Stabil, du hast noch 17 Minuten, Alter. 17 Minuten? Okay, ja, ich hoffe, sie kommen überhaupt wieder. Stell dir mal vor, sie kommen einfach nicht wieder. Zeichne uns beide doch mal hier in Paris mit dem Eiffelturm. Was soll denn die Scheiße? Ich mach das gerne, ja, wenn du mir Geld dafür gibst. Ach komm, ich dachte, wir wären Freunde. Glaubst du, die kommen noch wieder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht. Ich hab sie jetzt halt gezeigt. Ich bin voll schön geworden. Dann such dir doch einfach und dann gib denen das. Ich such dir jetzt und gib denen das. Einmal für dich. Und das ist deine Schwester oder Freundin? Ich weiß es nicht. Deine Cousine. Okay, dann viel Spaß damit. Ich schenke euch das. Ciao. Wow, du bist echt gutherzig. Ich frage mich, ob ich jetzt überhaupt noch was machen soll, weil ganz ehrlich, ich habe so viel Geld verdient, das schaffst du eh niemals. Wie viel sind 20 Pounds? 24 Euro oder so? Bruder, das ist schon, das ist heftig. 23 Euro 11. Geh mir jetzt einen Crepe kaufen. Das schaffst du halt eh nicht. Du holst jetzt einen Crepe. 2 Euro gebe ich nicht aus. Digga, hier wir sind am Eiffelturm. Denkst du wirklich, ein Crepe wird hier weniger als 5 Euro kosten? 5 Boah, Euro. Nee, das ist mir viel zu teuer. Du hast noch original 11 Minuten 23. Do you already have a nice day? Yes. Do you want to have a more wonderful day? Because I drop it for only 2 Euro. Ich gebe mir jetzt richtig 2 Minuten. In 2 Minuten musst du auch das Geld in der Hand haben. Ich mache in ihrer Pupille jetzt so ein Herz rein, weil sie so verliebt aussieht. Oh nein, jetzt habt ihr Haare verkackt. Kim, ich weiß nicht, ob sie darüber so erfreut sein wird. Denkst du sie? Oh Gott, denkst du sie? Ich glaube, sie denkt, du kannst es. Lasse? Ist das okay, wenn das ihre Hände sind? Ich weiß. 20 Sekunden. Ich würde aufhören. Okay. Und ich würde sie geben und ich würde das Geld annehmen. Okay, are you ready for the result? I really like your hand and like your feet. It's amazing. Or? 1. Thank you! 70 Cent! Mega! Very amazing. Oh mein Gott, Kim, du hast so viel Geld eingenommen. Das ist unnormal. Ja, mach doch mal eine Pause. Also du kannst jetzt hier nicht wirklich die ganze Zeit durchhasseln. Das macht doch kein Mensch. Hey guys! Hi! Hello. You look very pretty. Should I draw you? No, thank you. Why not? It would be very pretty and like we're doing a challenge and I would... And Ten if minutes. You want to... Yeah, I only need 2. That's totally fine. I only have 5 minutes left anyway, so I only need 2. And if you want to, you can give me some money for it then in the end. But you don't have to if you don't like it. What's the price? Whatever you like. How much you think it's worth? In like the usual, you get like 50 cent. 50 cent. 50 cent, that's like, you know, the rapper? Yeah. Yeah, this is how we do. Yeah. Okay, so what's your favorite color? Blue. Blue. So, I'm done. Are you ready? It's very beautiful. 1, 2, 3, ta-da! I know your favorite color is green, but I thought like pink fits so greatly for you. You like it? Yes. That's for you. Thank you. Wow, it sieht so glücklich aus. So, do you like it? Yeah. Yes. So do you like have like 50 cents? Yay, that's very nice. Thank you. Digga, die haben auch alle hier so richtig teure Portemonnaies. Wow. Was denkst du, wie viel bekommst du, sag mal? Ich weiß, 50 Cent oder so. Digga, wieso bezahlen dich beide? Das ist richtig nice. Gemein. Digga, du kriegst von beiden sogar was. Thank you very much. Oha. Digga, wie kannst du Glück haben? Du hast noch 1 Minute 50. Die chill ich jetzt, ganz ehrlich. Wie viel habe ich jetzt überhaupt bekommen? 2,70 € in meine Tasche. Was war das für ein krasser halbe Stunde Lohn? Das war eine übel krasse halbe Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende noch jemanden bekomme. Digga, das und die ist beiden heftig. Hatten auch am Anfang gar keinen Bock, dachte ich. Ja, hatten die auch irgendwie nicht, aber irgendwie schon, Alter. Ich komme gar nicht schon. Ja, dann mach's dir mal bequem. Ach du, ich liebe das Leben doch. Ist doch schön. Das ist echt toll gemacht. Ich würde sagen, wir checken mal ab. Ja gut, dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, weiß ich ja noch nicht, ne? Vielleicht kriegst du noch mehr. Aber safe, ja, vielleicht auch schon. Scheiße. War das vielleicht dumm? Ich habe so viel for free gemacht. Okay. Aber ich war gut. Okay. Alright. Es ist Zahltag. Andere Location, ja, aber wir haben trotzdem gut auf unser Geld aufgepasst. Es kommt die Abrechnung. Ey, wie gut haben wir da aufgepasst. Voll krass, ne? Ich habe jeden einzelnen Cent noch. Natürlich, ich auch. Dann würde ich sagen, zeig mal, was du verdient hast. Erstmal. Soll ich? Ja, bitte. Ich habe meine wohlverdienten 20 Pounds. Wohlverdient, ja. Ja, sind verdient. Ja. Allein die 2 Bilder waren wirklich schön. Und dann habe ich noch 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 4,20 Euro, 4,40 Euro, 4,60 Euro und dann habe ich noch 2 5-Cent-Stücke bekommen. Also habe ich 4,70 Euro. Wenn wir das einfach als 20-Euro-Schein zählen lassen, dann habe ich 24,70 Euro. Ja gut, in Deutschland kannst du jetzt nicht so viel damit anfangen, aber du fährst ja eh nach England, von daher ist das eigentlich ganz geil. Mano, ja, ich habe original 9,70 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man jetzt Bildermenge vergleichen würde, hast du mehr verkauft. Ja, aber das ist ja ich habe halt nur mehr Geld du bist bekommen. Halt Business, Alter. Das ist Business. Aber ich fand's richtig witzig. Das Video das war krass. Ultra geil. Ich hätte niemals gedacht, dass es so funny wird. Was also, machst du von deinem Geld jetzt? Ey, ich hole mir in London wahrscheinlich ein halbes Brötchen, weil alles sehr teuer ist da. Also ich werde das wieder rein investieren in neue, schöne Stifte und einen neuen Zeichenblock. Ja, und dann geht's weiter. Dann geht's erst richtig los. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich auf jeden Fall. Du hast halt auch wirklich gut gemacht. Du hast aber auch wirklich geil gemacht. Genau. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann Däumchen nach oben. Genau, den so nach oben. Ne? Und genau, schreibt mal in die Kommentare, was wir allerdings, wo wir nochmal Geld verdienen wollen.
Ja, Mann. Das ist eigentlich Habt ihr noch irgendeine andere Idee für eine geile Challenge so in der Art, dann schreibt's in die Kommentare. Weil ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss mehr verdienen, Alter. Das geht nicht, Alter. Einer kann nicht verlieren. Ich kann gar nicht verlieren. Ja, ich kenn's auch gar nicht. Ja. Seid auf jeden Fall gespannt, abonniert den Channel, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier und auch bei ihr. Genau, ey, wir haben auch bei dir richtig geile Geiles Video gedreht. Wir haben blind Essen gemacht. Das war richtig, richtig geil. Schaut es euch mal an. Geil. Genau, das ist hier irgendwo da. Geht da drauf. Und wow. Tschüssi.